Das erste warme Wochenende lockte wieder einige tausend Besucher in den Park. Die Blüten der Krokusse leuchten in der ansonsten noch ziemlich kahlen Landschaft. Hinzu kommen einige weitere Frühstarter, die Schneeglöckchen, die Zwergiris und die Winterlinge. Man sieht jetzt aber schon überall, was Naturagard für die nächsten Wochen ins Startloch gebracht hat. Zu den noch im Boden befindlichen Blumenzwiebeln kamen knapp 100.000 weitere. Einige neu angelegte Flächen blühen jetzt zwar schon, werden aber erst im Laufe der nächsten Jahre den optimalen Zustand erreichen. Größere Erdbewegungen gibt es im Bereich einer künftigen Spielplatzfläche. Etwa auf der Kuppe des Hügels wird ein Bachlauf beginnen. Nach wenigen Metern stürzt der Bach fast 3 Meter in die Tiefe. Hinter diesem Wasserfall führt wie in einem Tunnel ein Weg vorbei. Der Bach fällt dann über mehrere weitere Stufen bis auf die normale Geländehöhe. In dem flachen Bachbett werden große Steine liegen, sodass die ganze Wasserlandschaft gut begehbar sein wird. Derzeit entstehen die einzelnen Terrassen. Passend zum Messetermin am 24. und 25. März sollen die ersten Bachabschnitte gepanzert werden. Eine besondere Attraktion waren in den letzten Jahren die Rauchschwalben, die in direkter Nähe der Besucher gebrütet haben. Früher brüteten sie in den Ställen, die aber immer konsequenter verschlossen werden. Naturagard hatte er jetzt etliche künstliche Schwalbennester in der Tempelruine eingebaut. Zusätzlich wurde eine Lehmpfütze auf einer Dachbegrünungsfläche angelegt, damit den Vögeln genug Baumaterial zur Verfügung steht. Diese amerikanischen Knochenechte gehören wie die Störe zu den ganz alten Bautypen, die noch aus der Zeit der Dinosaurier übrig geblieben sind. Sie können 2 bis 3 Meter lang werden. Naturagard bereitet eine Sammlung solcher lebender Fossilien vor. Von einem privaten Sammler sind mehrere Knochenechte jetzt in einen Teich in der Palmenhalle umgezogen. Langsam werden sie an das neue Wasser gewöhnt, danach werden sie dann in das große Becken eingesetzt. Ideal beobachten kann man sie aus dem Bistro. Es ist jetzt nur noch etwas mehr als eine Woche bis zum nächsten Naturagard-Treff. Am 24. und 25. März zeigt Naturagard wieder alles Wichtige zum Thema Teich und Garten. Inzwischen läuft die regionale Werbung mit Plakaten, Anzeigen und Radiodurchsagen und einem Messetrailer auf YouTube und Facebook. Bau dir doch dein eigenes Urlaubsland, aber sieh es dir vorher einmal an. Das ist eine interessante Messe an einem Platz voller Ideen. Im Park von Naturagard. Neben den Ständen in der Palmenhalle gibt es auch wieder Vorführungen im Gelände und Vorträge. Das Schwerpunktthema in diesem Jahr ist die Beurteilung und Optimierung von Teichanlagen.